Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat. Gott, der Allwissende, kennt unser Leben und vor ihm ist nichts verborgen. Er weiß, wo wir Gutes unterlassen und Böses getan haben, wo wir in unserem Denken, Reden und Tun die Liebe verletzt und der Versuchung der Sünde nachgegeben haben. Darum bekennen wir uns schuldig und bitten um Christi Willen, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleih uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasst uns beten. Herr Gott, lieber Vater, du hast uns in der heiligen Taufe zu deinen Kindern gemacht und uns beschenkt mit neuem Leben. Wir bitten dich, gib, dass wir dir in Treue dienen und durch Tod und Grab zur fröhlichen Auferstehung kommen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes, ein wahrer Gott, lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sonntag nach Trinitatis beim Propheten Jesaja im 43. Kapitel. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist, und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nur nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott.
In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Gelobt seist du, Herr Jesus. Euch werden vielleicht viele Erlebnisse einfallen, wo die mit eurem Namen zusammenhängen, wenn euch einer gerufen hat. Also eine Kleinigkeit, die kommt mir in den Sinn aus meinem Theologiestudium. Es war ja die Zeit der damals, sagt man, Theologenschwemme in den 80er Jahren. Wir hatten Seminare von 30, 40, 50 Leuten. Und ich habe ein homiletisches Seminar gemacht bei einer Koryphäe damals, Professor Manfred Seitz in Erlangen. Und nach der zweiten Stunde hat er mich gemeldet und dann hat er gesagt, ja, Herr Kiel. Und ich war sowas von baff, dass er mich so, ich muss den Namen gelernt haben, ich hatte auch vorher gar nicht mit ihm gesprochen, die Gesichter sich behalten. Das war schon eine tolle Sache. Aber ihr kennt viele andere Beispiele. Feiern, die gefeiert werden, sind Tischkarten und der Name steht drauf. Fühlt man sich besonders gewürdigt. Und wenn man die Tischkarte nicht findet, ist es umso blöder, wenn der eigene Name nicht vorkommt. Und ihr kennt das sicher auch aus Kindertagen, wenn der Name genannt wird. Peter, komm doch mal. Oder Peter, warst du das? Das ist schon ein bisschen anders. Oder auch ein bisschen anders jetzt auch, wenn man in der Gruppe ist. Auch
studentisches Zusammensein oder Fachkonvent und es geht ums Protokollschreiben und alle gucken unter sich und keiner sagt, Peter, bist du nicht dran heute? Unangenehm, wenn der Name genannt ist. Aber wie angenehm ist es doch, aus dem Jesaja-Buch zu hören, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, denn ich habe dich erlöst. Ist mein. Oder so sagst du bei Luther, in der Einheitsübersetzung hört sich so an, fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Diese Worte klingen so persönlich, die gehen so direkt ins Herz. Und sie werden bei vielen Taufen als Predigt benutzt. Aber eigentlich sind wir damit erst einmal und ursprünglich gar nicht gemeint gewesen. Bei dem Propheten Jesaja, der diese Worte aufgeschrieben hat oder aufschreiben hat lassen, da steht eine ganz andere Beziehung im Hintergrund. Namen und beim Namen rufen schafft ja eine Beziehung. Da komme ich näher nochmal drauf. Also hier steht eine andere Beziehung im Vordergrund, zuerst einmal. Und zwar die Beziehung Gottes zu seinem Volk. Und Gott redet sein Volk mit du an. Du bist mein Volk und zwar mein geliebtes Volk. Man könnte sagen, Gottes Lieblingsvolk. Es gibt so viele Völker auf der Erde und alle sind von Gott geschaffen. Aber eins hat er sich ausgesucht als Lieblingsvolk. Sein besonderes Volk, das er beim Namen ruft. Und den Namen hat dieses Volk vom Stammvater Jakob, der ja einen neuen Namen kriegt, nämlich Israel. Und so heißt dann das ganze Volk. Sein Lieblingsvolk. Nun würden wir diese Bibelstelle nicht in der Bibel, in der Kirche lesen, wenn wir daran eben nur an das Volk Israel denken oder gar an das, was heute davon übrig geblieben ist, die Juden, sondern wir dürfen gerne und gut daran denken, was im Lutherlied heißt, dass Israel Rechte hat, nämlich die Schäflein, die Gottes Stimme hören, wie wir im Eingangslied sinngemäß gesungen haben, nämlich keine anderen als wir. Wir hier, die heilige Kirche insgesamt. Dass Israel Rechte hat, das neue Gottesvolk. Das deutet sich bei Jesaja schon an. Da heißt es, ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halt mich zurück. Da merkt man also, Gottes Lieblingsvolk, seine Lieblingsleute, die sind zerstreut. Die werden gerufen. Vom Osten, vom Westen, vom Norden und vom Süden, damit alle wieder zusammenkommen, sich sammeln bei Gott. Und da ist auch erstmal das Volk Israel gemeint. Es war zerstreut in die Nachbarvölker, man hat hin und her geheiratet, was weiß ich, man hat sogar andere Religionen angenommen. Wenn sich Jesaja ganz oft an und er sagt, kehr zurück zu dem Gott der Väter. Sie sind zerstreut gewesen nach den Eroberungszügen der Assyrer, nach den Babylonier in viele Länder. Vom Osten, damals die Perser, das sind sie dann aus der babylonischen Gefangenschaft, also bei Persien, Babylon, wieder zurückgekehrt, weil Gott sie hat zurückkehren lassen. Im Westen, da waren sie auch zerstreut, da lebten einige in Phönizien. Und von Norden, da lebten einige in Syrien und im Süden, da lebten einige in Ägypten, sie waren zerstreut. Das Land, das Volk der Zerstreuung. Aber damit vollendet sich das noch gar nicht, was Jesaja da sagt. Kommt alle vom Westen, vom Norden und von Süden, von Osten und so. Und nicht nur von diesen Nachbarländern, sondern es geht ja noch weiter. Bring her meine Söhne von fernen und meine Töchter von den Enden der Erde. Gott hat also auch Lieblinge über das, was damals das heilige Volk kannte, darüber hinaus. Gott hat seine Leute auch in Europa und in Afrika, in Asien, in Amerika und sogar im Rheinland. Also das gilt nicht nur dem Volk Israel. Es gilt jetzt dem neuen Gottesvolk der Kirche und es gilt jedem Einzelnen, der zur Kirche gehört, weil er getauft ist und glaubt. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und so können wir, jeder von uns, seinen Namen einsetzen. Peter, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Hanif, darf ich so persönlich sein, ist vor 2 Jahren getauft worden als erwachsener,
gesagt, ich bin zum Glauben gekommen und wir haben einen Glaubenskurs gemacht und dann haben wir Taufe gefeiert. Er hat dich bei deinem Namen gerufen, so will uns alle beim Namen gerufen. Wir können auch sagen, dass wir Gottes Lieblinge sind. Dieses Wort kommt hier. Ich habe vorhin es angedeutet, jemanden beim Namen rufen heißt, eine Beziehung lebendig werden lassen. Eine Beziehung entsteht, wenn ich gerufen werde oder wenn ich einen anderen rufe. Und genau darum geht es ja Gott von der ersten Seite der Bibel, von der Schaffung des Menschen, bis zur letzten Seite, bis zur Offenbarung. Es geht darum, dass Gott, der so groß und so unbegreiflich und geheimnisvoll ist, dass dieser Gott eine Beziehung zu seinen Geschöpfen sucht. Er ruft sie ja, will mit ihnen zu tun haben. Und er will sie auf einen guten Weg bringen, auf einen Weg, der am Ende zu ihm führt. Und dass alle Sehnsucht, die Menschen in ihren Herzen haben, von den Neandertalern an früher schon mit ihren komischen Göttern und Götzen und was es noch alles gibt, bis heute. Gott hat die Sehnsucht nach Ewigkeit in unser Herz gelegt, heißt es heute. Und so ist es auch, weil Gott die Beziehung will und er will und er sucht natürlich unsere Antwort. Und er will, dass wir zu dieser Beziehung Ja sagen. Fürchte dich nicht, ja, man könnte schon noch erschrecken von diesem Gott, der so groß und geheimnisvoll ist. Man könnte und man muss Respekt haben. Aber fürchten sollen wir uns nicht. Er sagt, ich habe dich erlöst, ausgelöst. Er sagt, ich habe alle Voraussetzungen erfüllt, dass wir eine Beziehung haben können. Du musst dafür gar nichts tun, du musst nicht auf den Knien rumrutschen, damit ich dir gnädig bin. Du musst nichts bezahlen. Ich habe schon alles bezahlt. Das Lösegeld ist schon längst bezahlt. Und deine Irrwege, auf die du dich begeben hast, und die Schuld, die du auf dich geladen hast, die habe ich auch vergeben. Und ich werde immer wieder vergeben. Dein Versprechen. Fürchte dich also nicht, hab keine Angst. Ich begleite dich auf dem Weg durch die Zeit, uns als Kirche und jeden von uns als Christen. Ich bin mit dir. Mit Gott zu leben, es ist kein Zuckerschlecken. Er sagt, ich begleite dich durch Feuer und Wasser. Ja, und du wirst in Feuer und Wasser geraten. Aber dann fürchte dich. Es gibt Situationen, wo wir wirklich durchs Feuer müssen, entweder sprichwörtlich oder im wirklichen Sinn, Dürren, Feuersbrünste, oder durchs Wasser gehen, im sprichwörtlichen Sinn, dass einem das Wasser bis zum Hals steht, oder Flutkatastrophen. Aber er ist mit uns. Er sagt, du bist mein, du gehörst mir. Und das ist meine, das ist unsere Bestimmung, wir gehören zu Gott. Denn er hat uns als sein Gegenüber gewollt, jedem von uns. Der Gott der Bibel, unser Gott, der sucht eine Beziehung. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel wird er so geschildert. Er setzt alles dafür ein, weil er uns lieb hat. Weil wir auf ihn hin geschaffen sind. Und weil er uns durch die Taufe zu seinen Lieblingen erwählt hat. Keiner, der getauft ist und glaubt, braucht jemals zu verzweifeln, braucht er nicht, an was auch immer. Denn diese Liebeserklärung Gott, die gilt ihm, der getauft ist und glaubt. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Soll das heißen, dass jetzt kein Christ mehr in einer Dürre- oder Flutkatastrophe sterben wird oder in einem Großfeuer umkommen? Bedeutet es, dass Christen jeden Krieg überleben werden? Die Antwort lautet ja und nein. Sie lautet nein, weil auch unser Leib von der Sterblichkeit gezeichnet ist. Auch wir, die Lieblinge Gottes, wir werden sterben, weil wir die Sünde noch an uns tragen bis zu unserem letzten Atemzug. Und es ist ja nicht nur, dass wir sterben können, sondern dass jeder von uns sterben wird. Wenn unser Erdenleib nicht in Wasser oder Feuer oder in einem Krieg zugrunde geht, dann ist es eben durch Krebs oder Kreislaufversagen oder sonst etwas oder einen Unfall. Aber zugleich gilt das, was Gott durch den Propheten ja seinen
Liebling, hat ausrichten lassen. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flammen sollen dich nicht versengen. Selbst wenn der irdische Leib ertrinken oder verbrennen soll, gilt die Zusage, ich will bei dir sein. Das heißt, nicht nur das Nein gilt, sondern das Ja gilt. Oder will es durch Christus sogar besonders nah sein, wenn es uns dreckig geht, wenn es uns an den Kragen geht? Denn er hat mit seinem heiligen Selbstopfer dafür gesorgt, dass der Tod, der leibliche Tod, unserer Seele nichts anhat, sondern dass sie bewahrt wird bis zu dem Tag der Auferstehung und dann mit einem neuen Leib in die Seligkeit eingehen wird. Das hört sich alles sehr fromm an, aber es ist der Glaube. Und wir werden es alle einmal erleben, so wahr wir getauft sind und glauben. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nicht um, non fragt um.
Frieden lasst uns unseren Herrn Jesus Christus anrufen. Für die Kirche in unserer Zeit, dass der Herr sie reinige und heilige, lasset uns beten.
denn dir allein gebührt der Ruhm und die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Thank you.
allen Orten loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heile gesandt, durch seinen Tod haben wir die Vergebung der Sünde, durch sein Auferstehen das Leben. Durch ihn loben deine Majestät die Engel, beten dich an die Gewalten, fürchten dich die Mächte. Die Himmel und alle Himmelkräfte samt den seligen Seraphim preisen dich mit einhelligem Jubel. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbeten ohne Ende Lob singen. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen ihn und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Gedenke, Herr, deiner Kirche, hier und an allen Orten,
Samen, die du erwählt hast, von den Enden der Erde zu einem heiligen Volk. Vollende dein Reich in Ewigkeit und versammle uns zum himmlischen Mahl deines geliebten Sohnes. Durch ihn und mit ihm und in ihm sei dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Als Kinder Gottes, Brüder und Schwestern, wagen wir zu bieten. Oh,
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Und seine Güte ewiglich. Halleluja. Lasst uns bieten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Brot des Himmels geschenkt. Erhalte in uns das Verlangen nach dieser Speise, die unser wahres Leben ist. Unser Herr Jesus Christus, dein Sohn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.